Die Ostkurve wird morgen das Stadion rocken und die Hamburger gucken zu. Wir spielen in der schöneren Stadt, wir haben die besseren Fans, wir haben das geilere Stadion. Wir sind einfach die geilere Mannschaft. Wir sind die Besten im Norden erstmal. Die Nummer eins. Und Nummer eins. Und dass diesmal diese Uhr abgebaut wird. Das 108. Nordderby steht vor der Tür und das Abschlusstraining läuft. Die gute Nachricht, alle Spieler stehen auf dem Platz. Auch die Fanstimmung ist wieder gut. 300 Fans haben sich hier zum Abschlusstraining versammelt. Und wir haben uns unter den Fans mal umgehört, die sich ziemlich sicher sind, dass die Uhr dieses Jahr abgebaut wird. Das kann ich auch machen. Den Hamburger SV machen wir platt. 4-3 tippe ich. Und dann können sie wieder nach Hause fahren. Warum gar nicht kommen? Die können uns die Punkte herschicken. Fertig, meine Meinung. Ihr kommt aus Stuttgart, ja? Seid Werder-Fans. Was ist da schiefgelaufen? Bei mir nichts, weil ich bin hier geboren und bin einfach nach Stuttgart gezogen und nehme natürlich gerne den weiten Weg an, auf mich, um das Nordderby natürlich mitzunehmen. Was kann Werder besser als der VfB? Alles. Ich bin der einzigste richtige Schwabe von uns dreien. Also fast ein Stuttgarter. Und bei mir war es halt die Farbe, die hat es halt entschieden. Ne? Grün meine Lieblingsfarbe und so war es halt seit 81 und ist heute noch. Ne? Ihr habt einen Fanclub in Stuttgart, stellen kurz vor. Ja, wir sind die Werder Supporters Stuttgart. Wir sind, wie viele Leute sind wir, Sven? 25. 25 Leute sind wir etwa, ja. Und wir fahren immer meistens auswärts, Nähe von Stuttgart, aber auch ab und zu zum Heimspiel und zum Nordderby. Das haben wir uns nicht entgehen lassen und deswegen sind wir jetzt dabei morgen. Was erwarten Sie sich morgen vom 108. Nordderby? Erstmal natürlich ein gutes Spiel von Werder Bremen, ist völlig klar. Das wird sehr emotional werden. Warum seid ihr Werder-Fans, keine HSV-Fans? Weil Werder der beste Club der Welt ist. Immer sympathisch. Sieht man ja an unseren Reaktionen, also im Abstiegskampf bei Werder und eben beim HSV. Hier bejubeln wir die Spieler und die Fans vom HSV bedrohen sie, sag ich mal so. Ne? Ich meine, das ist ja schon so eine Aussage, die für Werder spricht. Ne? Würde das jemals bei Werder auch passieren, dass man solche Banner liest? Niemals, denke ich nicht. Werder steht ja für Bremen und Bremen steht für Werder. Das ist, glaube ich, ganz klar. Wir brauchen Punkte. Ne, Hamburg soll weg. Ne, und wir müssen hoch. Ne, am besten alle. Die stehen Mainz und alle weg und wir hoch. Finde ich gut. Wir haben den besseren Kader, die bessere Motivation. Die Qualität in Hamburg fehlt. Der Trainerwechsel hat nichts gebracht. Das schaffen wir schon. Was erwartest du dir für ein Spiel morgen? Auf jeden Fall ein umkämpftes. Ich hoffe nicht allzu langweilig. Faires Spiel aber. Und einen hohen Sieg für Werder Bremen natürlich. Ne? Das wäre schon ganz gut. 3 Punkte müssen hier bleiben. Wie viel Emotion ist dabei morgen bei dem Spiel? Ist das mehr als sonst? Ja, natürlich. Nordderby ist immer was Besonderes, aber jedes Spiel ist was Besonderes. Aber das werden wir auf jeden Fall gut meistern.